Ach, seht uns an. Perfekte Familie, perfektes Königreich, perfektes Leben. Seht euch ruhig, Sam. Herzlich willkommen. Wir synchronisieren heute Merida, den neuen Disney-Pixar-Film. Ich bin Merida und ich schieße jetzt um meine eigene Hand. Dieses verfluchte Kneipp. Ich habe eine große Freude dabei, weil diese Hauptdarstellerin mich ständig hier zum Lachen bringt. Hast du Hunger, Angus? Ich will nicht heiraten müssen. Ich will frei sein und mein lockiges Haar im Wind wehen lassen, während ich durchs Tal reite und Pfeile in den Sonnenuntergang schieße. Ich bin Merida und ich kämpfe zu meinem eigenen Take. Wusch! Ein Schwung und das Schwert zerbarst. Dann schnapp! Sein Bein war weggefuttert. Die ist ganz offen und emotional an manchen Punkten und hat Angst. Dann ist sie, hat sie die dreckigste Lache der Welt teilweise. Dann ist sie irgendwie halt ein totaler Haudegen und kämpft durch die Gegend und hat und ihr passieren. Also es ist wirklich sehr, sehr viel zu machen. Das macht aber total Spaß. Ich wette, er würde lieber Baumstämme werfen. Ja, oder Brückenstämme. Ruhig auf die Hand mitspielen. Ruhig die Hand mitspielen. Hast du auch recht, weil sieht man ja. Ich muss mein eigenes Leben leben. Meinen eigenen Weg gehen. Das ist ein richtiger Ritt im Kinosaal. Das ist schon, da ist man hinterher schon echt so ein bisschen so, boah, Wahnsinn, ey. Anscheinend habe ich einen winzig kleinen, uralten Fluch zum Leben erweckt. Man kann es sich ab 2. August im Kino angucken und das in 3D. Und da, würde ich ja wohl mal sagen, ist das ein guter Deal. Wenn ich das Königreich retten will, das bedeutet Krieg, gibt es nur ein Miteinander. Das müssen Sie verstehen. Ich fudel das Kartoffelbrei, dann grütze ich die Körnelkinder mit und ich sanfte meinen Achsen zu lassen, wenn es gar nicht böse fudelt. Was?